So, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal über den Universal Minecraft Editor. Heute will ich euch zeigen, wie man auf Schuhe zum Beispiel Effekte drauf macht, wie Speed. Dafür gehen wir einmal hier in den Editor. Einmal die Map. So, ich mache das einmal. Zuerst mache ich das bei mir im Inventar. So, zuerst mache ich das bei mir im Inventar. Dann gehen wir einmal hier hin. So, hier habe ich einmal Diamantschuhe an. Dann kann man die direkt nehmen. Dann klickt ihr auf die Diamantschuhe zum Beispiel und damit es leichter fällt, also ihr müsst so gesehen ein Tag hinzufügen, also so gesehen einen Compound-Tag nehmen und den Tag nennen. Aber wir machen es leichter, ich enchante das einmal, dann bekommen wir den direkt. Dann enchanten könnt ihr einfach wegmachen, indem ihr den hier einfach löscht. Dann drückt ihr einmal hier drauf, auf den Tag und geht hier oben zu List Tag. Erstellt ihr einen neuen und den benennt ihr einmal hier Attribut Modifiers. Tue ich euch hier nochmal einblenden. So, und dann auf Enter. So, dann klickt ihr einmal da drauf. Ups, nur einmal. Dann tut ihr einen neuen Compound Tag hinzufügen, also so eine Box. Und in den Compound Tag kommt dreimal die Integer Tags, also einmal, zweimal und dreimal und ein Double Tag. So, den ersten Integer Tag nennt ihr ID, groß geschrieben beides. Der zweite heißt Operation. Der dritte ist die UUID. Also ID groß geschrieben. So, und der Double Tag wird Amount genannt. Bei der Operation müsst ihr 1 angeben. Aber UUID bleibt 0. So, die ID könnt ihr jetzt durchwechseln, wie ihr wollt. Ihr seht ja immer, was das dann ergibt. Also 1, also 0 ist maximaler Health. 1 ist die Follow Range. 2 die Knockback Resistance, 3 der Movement Speed, 4 Attack Damage, 5 Horse Jump Strength, 6 Zombie Spawn Force, 7 ist Attack Speed, 8 ist Armor, 9 ist Armor Toughness und 10 ist Luck. So. Ich nehme jetzt mal für die Schuhe Speed, den Speed und dann der Amount, wie viel es ist. Mach für die Schuhe mal 0. Oh, mach mir einfach 3. So. Nur den Ordner hier kopieren, den Tag-Ordner. So, dann gehe ich hier hin, paste das da rein. So, 8 Uhr Armor. Der kriegt dann 0,9 Armor. Ist unzerstörbar. Hat generell noch Protection 4. Und du hast wirklich 4. So, das gleiche mache ich hier einmal. Einmal hier pasten. Der hier bekommt aber hier Attack Damage. Dann plus 6 Attack Damage. Sharpness 2. Und ist auch unzerstörbar. Und das kann ich nicht. Schwert. Dann noch einmal hier. Das hier gibt noch mal
Accessing. Genau, Knockback-Resistance. Es gibt einfach 100 Knockback-Resistance. Genau. Und das. Das hier einfach Stop. So, und das hier wird dann das Teleskop. Können natürlich nicht nur ins Positive gehen, sondern natürlich auch ins Negative. Mache ich hier für Minus. Minus. Das wird wohl passen. So, dann speichere ich hier einmal. Dann sehen wir uns gleich auf dem PC wieder. Auf der Wii. So. Dann wollen wir mal gucken. Ich habe noch ein paar andere Sachen gemacht. Man sieht schon, ich bin schnell. So, da sieht man, plus 300 Speed. Also so sind 3%. Kann ich jetzt rumrennen, wie es geht. Es funktioniert, wenn es in der Hand ist oder im Inventar. Es kann manchmal sein, dass der Speed-Effekt kurz weg ist, dann muss man es entweder kurz aus der Hand nehmen oder kurz abziehen. So, hier sind mein Bild, da haben wir einmal die Items. Also das Schwert mit 600. Also 600% mehr, also 6% mehr Attack Damage. Ist halt ein bisschen stärker als andere. Als vielleicht ein normales Eisenschwert oder so. Hier mit plus 9% Armor. Also es macht dich ein bisschen stärker. Das können wir auslösen. Und dann Zombie mal zu testen. Hoffe ich mach's gut. Okay, eine Sekunde. Das sind 1,5 Maß und ohne die Arme deutlich mehr, deutlich. So. Jetzt bekomme ich ein bisschen mehr, fast kein Knockback mehr. Und hiermit ist halt ein Teleskop, soll es sein. Da ich bekomme weniger Speed, aber dafür wird halt reingezoomt. Teleskop. So. Das war's mit dem Video. Morgen kommt übrigens hier die Map raus, da ist die fertig. Wird ein Video dazu geben, nochmal eine Rundschau, wie alles ist, wo alles ist. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ciao.